herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich der Tod von Hawkman und ja, ihr habt richtig gehört, es stirbt schon wieder ein Superheld und zwar in dem Fall Hawkman. Und das ist genau der springende Punkt, weil Marvel und DC einfach so viele Helden sterben lassen, steht irgendwie gefühlt bei jeder fünften Ausgabe der Tod von denen und dem drauf, weswegen das Ganze so ein bisschen verwässert ist, beziehungsweise man weiß mit was für einer Inkonsequenz das Ganze passiert, dass so ein Superheldentod einen heutzutage nicht mehr schockt. Zumindest bin ich heutzutage nicht mehr vom Superheldentod geschockt. Könnt ihr jetzt mal in die Kommentare reinballern, ob ihr das genauso seht wie ich, dass der Tod von nicht mehr so der krasse Aufhänger ist, wie es vielleicht sogar in den 90ern noch mit dem Tod von Superman gewesen ist. Liegt halt daran, dass die Helden zu schnell wiederkommen und dann die Erklärungen teilweise so krass in den Haaren herbeigezogen sind, dass das irgendwie alles komisch erscheint. Man eigentlich genau weiß, dass das Ganze nur gemacht wurde. Zum einen, um den Moment des Todes viele Comics zu verkaufen und zum anderen im Moment der Wiederkehr viele Comics zu verkaufen. Trotz dessen hatte ich Bock auf das Comic, was daran lag, dass ich den New 52-Run von dem guten Hawkman ganz solide fand. Ich fand Hawkman auf jeden Fall ziemlich cool während des Runs und dass ich das Cover und das Rückcover einfach so unglaublich fett fand, dass ich total Bock drauf hatte. Des Weiteren ist das Ganze noch ein Vorbote für das Batman-Event Batman Metal und sozusagen die Vorgeschichte, weil das NTH-Metall, was ja in dem Batman-Metal-Event eine große Rolle spielt, das Metall ist, was wiederum den guten Hawkman seine Kräfte verleiht, weswegen das Ganze halt so der Vorbote ist oder beziehungsweise die Vorgeschichte für Batman Metal. Steht das hier leider nirgendwo drauf, auch auf der Rückseite nicht, wurde aber so in der Panini-Vorschau angepriesen. Geschrieben ist das ganze Ding vom guten Mark Andreyko und gezeichnet ist das Gute von Aaron Lopresti. Beides Namen, die mir bis dato nichts gesagt haben und auch tatsächlich muss ich an der Stelle leider schon sagen, beides Namen, die auch in Zukunft nicht dazu führen werden, dass ich mir einen Comic kaufe. Weil zum einen die Zeichnungen und zwar durch die Bank weg gut waren. Ich weiß auch gar nicht genau, was meinen Zeichnungen nicht gefallen hat, aber mir haben die Zeichnungen tatsächlich nicht gefallen. Wie gesagt, der Zeichner versteht sein Handwerk, es ist jedes Panel genau getroffen, aber ich glaube einfach, dass mir die Zeichnungen dann doch zu austauschbar gewesen sind, beziehungsweise zu glatt gebügelt und da keinerlei irgendwie Wiedererkennungsmerkmale sind, sodass man sich den Zeichnernamen groß auf die Flagge schreiben würde und sich in Zukunft mehr Material von ihm kaufen oder beziehungsweise mehr Material kaufen würde, wo der Name draufsteht. Fand ich sehr schade. Könnt ihr mal unbedingt in die Kommentare reinschreiben, was eure Meinung zu den Zeichnungen ist, weil wie gesagt, schlecht sind die Zeichnungen nicht, aber der Funk ist bei mir leider nicht übergesprungen. Ihr habt jetzt auch schon gesehen, eine der großen Rollen in diesem Band spielt der gute Adam Strange und das ist so das Einzige, was mir in dem Band wirklich Spaß gemacht hat, weil der gute Adam Strange einfach super sympathisch dargestellt wird und einer der wenigen Helden ist, mit denen ich mich so ein bisschen identifizieren kann und der in dem Band auch ein, zwei Mal so gehandelt hat, wie ich es mir persönlich auch vorgestellt hätte oder beziehungsweise wie ich in der Situation hoffentlich auch gehandelt hätte. Die andere große Rolle, kein großes Wunder, ist natürlich der gute Hawkman. Allerdings verblasst er irgendwie in dieser Geschichte, die so vor sich hindümpelt und mich nicht wirklich abgeholt hat. Der große Aufhänger ist, dass der Planeten Ran vom guten Planeten Tanagar angegriffen wird. Zumindest sieht es so aus, weil ein Attentat stattgefunden hat, wobei mehrere Menschen ums Leben gekommen sind, unter anderem auch der Schwiegervater vom guten Adam Strange, was wiederum dazu geführt hat, dass die gute Frau vom guten Adam Strange die politischen Einfluss hat, eine kleine Hetzkampagne gegen den Planeten Tanagar anführt, beziehungsweise die ganzen Truppen des Planeten Ran mobilisiert, weil sie auf jeden Fall einen Vergeltungsschlag üben möchte, weil ihr Vater unter anderem halt ums Leben gekommen ist. Allerdings steckt dahinter jemand anders und nicht der Planeten Tanagar, was dann wiederum den guten Adam Strange auf den Plan ruft. Der versucht mit seiner Frau Kontakt aufzunehmen, das gelingt nicht so wirklich, er bekommt das dann alles so halt mit, kann aber nicht wirklich glauben, dass da der gute Planet Tanagar dahinter steckt und sucht dann erstmal Kontakt zu seinen alten Freunden noch aus der Justice League United kennt, Hawkman, und will erstmal ihn fragen, was bei ihnen Ambach ist und ob da an fängt dann eigentlich so eine Jagd an, dass die beiden versuchen herauszufinden, wer hinter diesem Attentat steckt und dass Ran halt auf der einen Seite die ganzen Truppen mobilisiert und auf der anderen Seite geht halt Tanagar hin und mobilisiert seine Truppen. Hört sich sogar vielleicht so auf dem Blatt Papier oder von mir ausgesprochen hier auf YouTube ganz interessant an, ist allerdings irgendwie total belanglos geschrieben und hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gar nicht abgeholt und ab der Hälfte musste ich mich tatsächlich durchquälen und das, obwohl ich die beiden als Duo total cool finde, also Adam Strange und Hawkman könnten zu zweit definitiv mit den richtigen Autoren eine ganze Serie, von mir aus auch gerne eine Ongoing unterhalten, weil die beiden, dieses Buddy-Movie-Flair, was zwischen den beiden aufgekommen ist, zwischendurch total cool gewesen ist. Auch der Anfang, als man erstmal sieht, wie die ganze Geschichte schon ein bisschen fortgeschritten ist, bevor es dann so einen Rückblick geht. Und man sieht halt den total verwundeten Hawkman, der voll mit Pfeilen ist, der die so nebenbei rauszieht und Adam Strange sich so am Wundern ist, was wieder das aushalten kann und zwischendurch mal sein komplettes Kostüm vollkotzt. Fand ich total cool geschildert und hatte mir anfangs auch total Bock auf den Band gemacht. Als dann allerdings die ganzen Geschehnisse, die zuvor passiert sind, gezeigt wurden, hat der Band irgendwie an Drive verloren. Ich fand es irgendwie langweilig und es hat mich leider echt nicht abgeholt. Und das, obwohl der Band an sich solide geschrieben gewesen ist oder beziehungsweise nicht schlecht geschrieben ist, weil er durchaus an
seine Momente hatte und auch gut gezeichnet war, war es ein Band, der mich nicht abgeholt hat. Und der Tod von Hawkman war leider auch nicht so spektakulär, wie es mir gewünscht hätte, weswegen ich den Band tatsächlich, bin selber ein bisschen verwundert, hätte es anfangs nicht gedacht, nur 3 von 10 Punkten geben kann und keine Kaufempfehlung an der Stelle. Zum Film tatsächlich nur für Leute, die echt hartgesottene Hawkman-Fans sind, unbedingt wissen wollen, wie Hawkman stirbt und die Bock auf so ein Buddy-Movie haben. Aber ansonsten sei echt gesagt, guckt besser vorher mal rein. Wie gesagt, die Zeichnung kann ich mir gut vorstellen, dass ich so ziemlich der Einzige bin, der denen die Zeichnung nicht gefallen hat. Wie gesagt, ballert unbedingt mal in die Kommentare rein, weil das ist auf jeden Fall Geschmackssache. Und ja, ballert mal in die Kommentare rein, ob ihr den Band auch so enttäuschend fandet wie ich. Wie gesagt, bei mir lag es echt daran, dass der Funken bei den Zeichnungen nicht übergesprungen ist und die Geschichte irgendwie so vor sich hingedümpelt hat und mich nicht wirklich abgeholt hat. Und das, obwohl der Konflikt an sich definitiv interessant genug gewesen wäre, um eine krasse Geschichte zu spinnen, aber der Autor es in meinen Augen nicht geschafft hat. Wie gesagt, ballert bitte unbedingt eure Meinung in die Kommentare rein. Ich bin gespannt, wie der Band bei euch so abgeschnitten hat, weil bis jetzt habe ich tatsächlich durch die Bank weg nur positive Resonanzen von dem Band mitbekommen. Vielleicht ist in dem Fall mal wieder eine zweite Meinung vom guten Lars oder Sinus nötig, die den Band vielleicht nochmal mit anderen Augen betrachten als die meinen und dem Band vielleicht sogar eine bessere Bewertung geben können, als ich es getan habe. Wie gesagt, ich bin total gespannt auf eure Meinung. Unbedingt in die Kommentare reingeballert. Ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!